Beete jetzt im Herbst vorbereiten für den Winter und das alles in 5 Minuten. So viel Arbeit muss man sich gar nicht machen. Vergiss den Spaten, den brauchen wir nicht, macht nur unnötig Arbeit, schadet das Bodenleben, wir müssen nicht umgraben. Das wollen wir nicht, wir wollen einen fruchtbaren Boden mit einer gesunden Bodenstruktur, mit einem gesunden Bodenleben, weil das dann wiederum die Folge ist, dass wir kräftige und gesunde Pflanzen haben, die weniger Schädlinge und Krankheiten bekommen. Starke Pflanzen sind dann wiederum die Grundlage für starke Tiere oder auch starke Menschen. Naja, muss noch ein bisschen dran arbeiten. Du nimmst die Grabgabel oder am besten gleich die Broadfork in die Hand und stichst damit in deine Beete rein, lockerst da ein bisschen, also wackelst ein bisschen hin und her. Dadurch werden dann die Bodenstrukturen etwas gelockert und Sauerstoff kommt auch in den Boden rein. Und das machst du halt einmal in so einen Abstand von gut 5 cm, also immer dicht beieinander, damit sie nicht zu große Brocken entstehen. Und so stichst du halt dein ganzes Beet dann kontinuierlich durch, wiederholst du einfach die ganze Zeit und dann nimmst du halt einfach Mulchmaterial in die Hand und tust eine fette Mulchschicht drüber legen. Einfach aus dem Grund, dass halt dann der Boden vom Frost zum Beispiel geschützt ist und dein Bodenleben genug Futter hat, dass es halt dann über bis zum Frühjahr dann umgesetzt werden kann. Fahre also das Laub, anderes organisches Material oder Astrückschnitte nicht weg. Bei den Astrückschnitten hol den Häcksler und zerhäcksel das, damit du wunderbares Holzhack hast, damit du hier eine Grundlage hast für Pilze und mit den Mykorrhiza-Pilzen, die durchflechten dann auch deinen ganzen Boden und machen die nochmal zusätzlich fruchtbar und deine Pflanzen profitieren enorm davon. Ich empfehle noch zusätzlich Bokashi und Pflanzenkohle mit einzuarbeiten, damit ich hier nochmal viel mehr Mikroorganismen mit reinbringe in den Boden und die Pflanzenkohle sich ja mit Nährstoffen und Mikroben vollsaugt und auch das Wasser besser hier speichern kann. Vor allem sehr wertvoll dann in den zukünftigen Sommerperioden. Du wirst im Frühjahr verwundert sein, dein Boden wird dennoch locker und krümelig sein, wo du mit Leichtigkeit deine Pflanzen, die du schon fürs Frühjahr vorgezogen hast, einfach reinsetzen kannst. Deine Pflanzen werden auch kräftiger und viel besser wachsen, wenn du das mit jedem Jahr immer wieder aufs Neue machst und das Bodenleben fütterst und die Bodenstruktur durch das Umgraben nicht störst. Deine Pflanzen werden ertragreicher, kräftiger und vitaler, dadurch weniger Krankheiten und weniger anfälliger für Schädlinge. Wenn du neue Beete anlegen möchtest, empfehle ich dir hier die No-Dig-Methode. Manche nutzen halt hier Karton, da am besten als so einen unbehandelten wie möglich. Tun halt dann hier Kompost drauf machen und eine fette Mulchschicht. Du kannst auch den Karton weglassen und gleich mit einer richtig dicken Mulchschicht arbeiten. Hat bei mir auch sehr gut funktioniert, dass dadurch die Grasnarbe mit verrottet ist. Das darf halt einfach kein Licht abbekommen. Sonst, wenn du halt sehr fetten Boden hast, dann würde ich dir trotzdem das Umgraben empfehlen, wie zum Beispiel bei mir hier. Ich habe ein Video dazu gemacht, findest du hier oben in der Infobeschreibung. Letztlich ist es für uns einfacher, eine Zeitersparnis und wir schonen auch unseren Körper und mit der Zeit können wir auch ganz schöne andere Sachen machen. Vor allem im Herbst, wenn es dann das Wetter nicht so günstig ist mit Kälte, mit Wind und mit Regen, kann man auch im Haus viel schönere Sachen machen und vielleicht mit seiner Familie Zeit zum Beispiel verbringen. Und dann können wir dann einfach die Natur uns zunutze machen und die Regenwürmer, Ameisen, Kellerasteln und das ganze Bodenleben für uns die Arbeit machen und den Boden halt locker halten, aber indem wir halt ihre Bedürfnisse halt auch befriedigen, indem wir halt hier die Bodenstruktur nicht stören und für organisches Material sorgen.